Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ankerzentren sind die Orte im Freistaat, an denen die Invasion in unsere Sozialsysteme wie unter einem Brennglas gleichsam zu beobachten ist. Aber auch aus einem weiteren Grund werden sie zu Hotspots. Und ich meine hier nicht die satte Milliarde an Kosten für bayerische Bürger, die als herbes Kondensat meiner Anfragen zu diesen Ankerzentren hier im Raum stehen. Über 1 Milliarde Kosten von 2016 bis 2022, das ist ein 1.000 Millionen teurer roter Teppich für die Invasion in unseren Sozialstaat. Aber darüber will ich heute nicht reden, nein. Heute geht es um ein ganz pikantes Detail. Um die ausbleibende Kostenerstattung des Bundes für die Hochbaumaßnahmen in den Ankerzentren, also um die Kosten des Webstuhls für diesen roten Teppich. 100 Millionen sind das in Summe aller Regierungsbezirke und dabei wurden evidente Kosten in den Antworten der Staatsregierung verschleiert. Argument: Sie wären mit verhältnismäßigem Aufwand nicht zu ermitteln. Wer jetzt glaubt, die vom Bund zugesicherte Kostenerstattung würde geschmeidig laufen, der irrt gleich an zwei Stellen. Erstens wurden bis heute nur 41 der möglichen 100 Milliarden überhaupt beantragt und zweitens wurden davon erst 13 Millionen erstattet. 87 Millionen hängen also gleichsam in der Luft, vorverauslacht aus der Steuerlast bayerischer Bürger. Kollegen, wir haben da draußen, und heute kamen die aktuellen Zahlen, 5% Inflation. Die Kaufkraft der im Feuer stehenden Schulden schwindet also jährlich um 5%, wenn unsere Regierung auf 87 ausstehende Millionen 10 Jahre lang gelangweilt wartet. Dann bekommen Sie zwar gewiss 87 Millionen zurück, aber die haben dann nur noch eine Kaufkraft von 52 Millionen. So funktioniert Finanzmathematik, so funktioniert Geldentwertung in der Inflation. Die Inflation selbst ist zwar dem Versagen der EZB und den Klimafantasien der Grünbunden geschuldet, auf der mangelhaften Umsetzung der Kostenerstattung, da steht allerdings ganz groß CSU drauf. Seit 2015 tönen sie, wir schaffen das. Aber sie haben es nicht einmal geschafft, die Kostenerstattung für dieses wir schaffen das in einem Bundesgesetz für uns Bayern verankern zu lassen. Im Ausschuss stöhnen sie, wie notwendig und zugleich schwer das denn alles wäre. Beschwören tatsächlich die große Gefahr, so eine Initiative würde nur noch mehr Schwierigkeiten mit Berlin verursachen. Wie peinlich ist das denn? Wenn diese Staatsregierung eine Debitorenbuchhaltung wäre, dann könntet ihr allesamt eure Papiere abholen. Erstattungsansprüche nicht konsequent zu verfolgen, ist in Zeiten der Inflation konsequente Steuerverschwendung. Und das ist ganz egal, welche Luftnummern zurzeit in Berlin hausen. Wir alle sind zuerst dem bayerischen Bürger verpflichtet. Tun Sie endlich was für unsere Bürger, stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön.